Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Guide-Video. Ich möchte euch jetzt mein Battle Reef Battle Mage Deck vorstellen, das um die Karte des Monats aufgebaut ist. Es ist also ein Schlüsselwort-Deck. Die Karte des Monats, wer es nicht kennt, ist diese hieße. Und zwar, ich lese mal vor, Beschwörung. Verbündete Kreaturen erhalten 1/1 für jedes Schlüsselwort, das sie haben. Ist also richtig eingesetzt, extrem mächtig. Und da möchte ich jetzt auf die einzelnen Kombinationen eingehen, die dieses Deck hier bietet. Um nicht durcheinander zu kommen, fangen wir einfach mal ganz oben an und kämpfen uns bis ganz unten runter. Eine solide Kombination wäre hier zum Beispiel die grausame Feuerblüte mit dem wilden Arschländer. Damit können wir erstmal guten Schaden auf dem Schlachtfeld anrichten oder eventuell durch den Effekt vom wilden Arschländer noch ein bisschen Schaden im Gesicht. Wir wollen Schaden machen, denn wir sind da etwas aggressiver angehaucht. Dann haben wir den schnellen Schuss, um einmal etwas Schaden zuzufügen und um Karten nachzuziehen. Außerdem ist es eine günstige Aktionskarte. Hier haben wir Eisstachel, damit können wir wieder Schaden im Gesicht machen und ziehen wieder eine Karte nach, um immer wieder Holz ins Feuer werfen zu können. Ihr merkt, das sind alles günstige Aktionskarten. Diese sind dann natürlich optimal kombinierbar mit der Hexenmagierin. Die bekommt nämlich pro ausgespielte Aktion, ausgespielte Aktion 2 Schaden im Gesicht des Gegners zu. Das kann dann gegen Ende den Tod des Gegners bedeuten. So, eine Vorzeigekarte für den Schlachtenvogt wäre der Immerfortvogt. Ich glaube, die sind verwandt. Der hat nämlich 2 Schlüsselwörter. Dadurch würde er, wenn wir den Schlachtenvogt ausspielen, 2/2 bekommen. Dann haben wir die Kristallturmhandwerkerin. Dadurch, dass wir natürlich viele Aktionskarten, die relativ günstig sind, haben im Deck, kann die relativ schnell hochgebufft werden und wird dann eine sehr, sehr starke Karte werden. Weisheit der Ahnen ist sehr, sehr wichtig für das Deck. Gibt jeder verbündeten Kreatur ein zufälliges Schlüsselwort. Nehmen wir also mal an, wir haben 8 Magiker und haben den Schlachtenvogt auf der Hand. Und natürlich auch die Weisheit Ahnen. Haben relativ viele Kreaturen oder Einheiten auf dem Feld. Können die Weisheit der Ahnen ausspielen, verleihen denen allen ein Schlüsselwort. Und spielen dann im Nachhinein den Schlachtenvogt. Die sind allgemein durch die Schlüsselwörter schon allein mächtiger geworden. Jetzt bekommen sie pro Schlüsselwort natürlich diese Buffung. Sagt man das so? Buffung? Und werden halt dementsprechend stärker. Dann haben wir den blutrünstigen Ork, hat auch ein Schlüsselwort, nämlich Sturmangriff, ist eine sehr solide Karte, womit wir wieder mehr Schaden im Gesicht machen können und er würde 1/1 bekommen. Überfallkommando, hier nehmen wir 2 Nordheißsporne auf die Hand, was sehr, sehr nützlich ist. Damit könnten wir zum Beispiel die Nordheißsporne, wenn wir sie ausspielen, die kostet ja 0 Magika, mit dem Ring des Mentors kombinieren. Dieser gibt denen dann +3/+3 und gibt jeder anderen verbündeten Kreatur die Schlüsselwörter dieser Kreatur. Alle anderen würden zum Beispiel Sturmangriff bekommen. Noch besser ist die Kombination jedoch mit dem Immerfortvogt. Dadurch würden alle anderen unserer verbündeten Kreaturen diese beiden Schlüsselwörter dieser Kreatur bekommen. Das heißt Schutzzauber und Wächter. Wenn das nicht krass ist, dann weiß ich auch nicht. So, diese Nordheißsporne sind auch super kombinierbar, wenn ihr sie etwas aufspart und ihr gegen Ende rausspielen wollt. Dann könntet ihr sie mit der obersten Atromantin ausspielen, denn die fügt dem Gegner 2 Schaden zu pro ausgespielter Kreatur. Das heißt, wenn wir zum Beispiel 4 von den Sturmangriff-Töppis haben und die raushauen, können wir dann dementsprechend 8 Schaden zufügen und das ist schon sehr, sehr stark. Okay, dann haben wir hier zum einen einen Schlag, ganz klar, um einfach mehr Schaden auszuführen oder um wichtige Einheiten des Gegners auslöschen zu können. Und Blitz, um wieder Schaden zuzufügen, sind beides natürlich Aktionskarten, die auch wieder mit der Hexenmagie dann gut kombinierbar sind. Und hier haben wir die Königliche Weise. Diese gibt bei Beschwörung. Also wenn du mehr Gesundheit als dein Gegner hast, gibst du jeder verbündeten Kreatur ein zufälliges Schlüsselwort. Ihr merkt, es sind sehr, sehr viele Schlüsselwortkarten hier drin und das ist natürlich auch Absicht.
Wir können wiederum die ganzen Kreaturen buffen und dann mit der Schlachtenvogt der Dämmerung die einfach wieder verstärken und haben dann stärkere Einheiten auf dem Feld. Und dadurch, dass wir etwas aggressiver angehaucht sind, haben wir dann doch meistens immer mehr Leben als der Gegner. Mundstein, endlich kommt auch die Karte mal zum Einsatz, denn die ist da so ein bisschen bei den neutralen Karten so verrottet, kann man schon sagen. Und zwar, wenn du eine Kreatur beschwörst, gibst du ihr ein zufälliges Schlüsselwort. Die zu Anfang rausgehauen, können wir damit schon extreme Sachen machen, denn jede Kreatur, die beschworen wird, können wir einfach mal buffen. So, die Hexenmagierin, da sind wir schon genug drauf eingegangen. Der Markath, Bannenträger. Wenn Markaths Bannenträger angreift, nimmt man 2 Nordheilsporne mit Sturmangriff auf deine Hand. Das heißt, jedes Mal, wenn wir es gebacken bekommen, mit dem anzugreifen, kriegen wir eben die Nordheilsporne auf die Hand, die wir wiederum natürlich wieder mit der Tromantin ausspielen können oder buffen lassen können oder denen noch ein zusätzliches Schlüsselwort durch den Mundstein verpassen lassen. Da lassen sich halt eben super Kombinationen ausführen. So, Eissturm, falls es gefährlich wird, können wir dann die Kreaturen auf dem Feld auslöschen. Ist natürlich auch für uns gefährlich, aber dann, wenn wir sie einsetzen, dann muss es dann natürlich dementsprechend sein. Merrick et Asvala. Bei Beschwörung rüste jede verbindende Kreatur in dieser Reihe mit einem zufälligen Gegenstand aus. Nehmen wir mal an, wir haben es bis zu dem Zeitpunkt geschafft, gut Schlüsselwörter auszuteilen und die dementsprechend zu buffen. Und dann geben wir durch den Merrick et Asvala der ganzen Reihe auch noch zufällige Gegenstände, die natürlich sehr, sehr stark sein können. Und damit können wir auf einmal sehr, sehr, sehr viel Schaden machen und die Kreaturen sind dann dementsprechend schwieriger vom Feld zu bekommen, wenn die gewisse Karten mit Schwertern, mit Schutzzauber bekommen oder sonst was. Ist es natürlich sehr, sehr heftig, weil die von jetzt auf den anderen Moment sehr mächtig sind. Und Oberstar Tromantin habe ich gleich mal 2 Stück rein, ist natürlich optimal für das Deck, um einfach mehr Schaden austeilen zu können, weil sie allein schon dadurch, dass sie die Flammenatronachen beschwört, schon mal 2 Schaden austeilt und wir dann zum Beispiel durch die Nordheilsporne nochmal zusätzliche Schaden generieren können. Und wenn er denkt, es kommt nichts mehr, kommt von irgendwo noch eine Atromantin her. Und damit machen wir dann den Sack zu und der Gegner geht kapeister. Okay. Es sind natürlich noch mehr Kombinationen möglich, aber die lassen wir doch mal in einem Kampf für sie sprechen. Von daher sehen wir uns jetzt gleich auf dem Schlachtfeld und testen mal dieses Deck. Bis gleich. So, da sind wir auch schon. Also ich sage euch Leute, das mit den Schlüsselwörtern, das macht mir jetzt schon ziemlich Spaß. Das ist optimal. Lassen wir das doch so. Mit der Kristallhandwerkerin haben wir schon mal eine super Einheit auf dem Feld von Anfang an. Mit dem blutrünstigen Ork können wir wenigstens schon mal ein bisschen Schaden austeilen. Und dann die königliche Weise ausspielen. Das klingt doch gut. Machen wir das doch mal so. Ich meine, die Kombination, die hat auch jetzt nicht so viele Möglichkeiten, den jetzt einfach mal so wegzuballern. Was haben wir denn hier? Und das wäre jetzt ein super Opfer für den blutrünstigen Ork. Aber das kriegen wir so ja nicht hin. Ja, machen wir doch mal das Board voll mit dem. Da wird er sich jetzt mal kümmern müssen. Und der sieht jetzt nicht so aus, als ob er die jetzt schlagen kann. Ja, das ist ihm scheinbar auch ziemlich egal. Der hat da so einen Wächter. Und denkt, damit wäre jetzt krass. Ist er aber nicht. Wir buffen nämlich beide, indem wir die da killen und ignorieren den natürlich dezent und gehen weiterhin ins Gesicht. Wir sind natürlich ziemlich aggro. Und unser Motto ist Face is the place. Want to be. Okay, das ist doch schon mal prima. Der Wald ist meine Kraft. Aber da hat er noch so einen Schwanzsafthüter. Der Schatten. Okay, bleiben wir mal ernst. Ja? Bleiben wir mal ernst hier. Verpassen wir denen doch mal ein Schlüsselwort. Vielleicht ist ja auch Schutzzauber dabei, das wäre natürlich toll. Ich sehe, benötigt ihr meine Wächter Weisheit? Regenerieren. Tödlich.
Klar, kein Schutzzauber dabei. Ring des Mentors wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, aber ich habe auf einen Schutzzauber gehofft, der jetzt leider nicht da war. Müssen wir da wohl oder übel reingehen? Schade. Davon gibt es noch mehr. Aber da bleibt uns nichts anderes übrig. Davon gibt es noch mehr. Da gehen wir weiter. Face the place. Dann könnten wir in der nächsten Runde den Markarth Bannträger ausspielen, der uns dann noch ein paar Bannträger beschert, die später sehr, sehr nützlich werden. Oder wir könnten natürlich eine Einheit dem Ring des Mentors geben und damit alle anderen ausrüsten mit dem jeweiligen Schlüsselwort, das es besitzt. Das wäre in diesem Fall tödlich. In diesem Fall wäre es natürlich regenerieren. Mister, ich lebe, um zu dienen. Okay. Okay, er denkt, er kann uns damit aufhalten, oder was? Ist das der Gedanke, den du hast? Ich bin zu allem bereit. Ich sage nein. Okay, machen wir sowas hier. Dann machen wir sowas hier. Jetzt haben wir da schon ganz gut Schaden ausgeteilt. Könnte ja irgendwas mit einer Reihe tun. Egal, wir hauen raus. Bam. Ob die jetzt platzen oder nicht, das ist mir total egal. Wir haben ja noch den Ring des Mentors und noch eine recht starke Kreatur. Von daher haben wir da eigentlich schon ganz gute Chancen. Jetzt holt er sich etwas Leben zurück. Nee, hat er regenerieren oder was war das jetzt? Ein Zug? Ja, ein Zug war's. Jetzt holt er sich ein bisschen Leben. Ich denke mal, er löscht die hier aus. Die passten mir zwar am wenigsten. Tötet sie alle! Jetzt bewegt er sich wieder weg. Ja, der sucht Karten, die er scheinbar noch nicht hat. Okay. Dann machen wir das doch mal so. Bam. Bam. Gehen da rein. Zack. Und gehen so rein. Und nochmal. Jetzt hat er zu viel gesucht. Jetzt platzen schon seine Karten auf. Ja, da wird er jetzt eigentlich nicht mehr viel machen können. Also ich brauche nur einen Feuerblitz zu ziehen oder sonst was. Also der ist so ziemlich tot. Die auf einen warten. Ich meine, der kann sich da noch mit der einen Kreatur noch ein bisschen Leben geben. Aber mit drei Magika vernichtet er jetzt meine zwei Kreaturen dann nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht überrascht er mich ja. Komm, überrasch mich. Emboga. Wenn ich falle, holt mich der Hest zu sich. Naja, das ist dein Ende. Das ist dein Ende, mein Gott. Machen wir es kurz und schmerzlos. Bam. Tada! Okay, da war jetzt nicht viel Können dabei. Ich habe die Karten einfach mal nacheinander ausgespielt. So echt nicht viel können. Von daher werden wir noch einige Spiele machen müssen, damit ihr das volle Potenzial des Decks erhaschen könnt, ne? So machen wir das nämlich. Okidoki, Leute, dann springen wir doch mal direkt ins nächste. Da sind wir auch schon. Telvanni. Telvanni. Okay. Dich brauchen wir noch nicht. Überfallkommando und der Markov Bandrieger sind gar nicht mal so schlecht. Die königliche Weise ist auch in Ordnung. Kommt drauf an, was wir jetzt noch ziehen. So, über frühere Kreaturen hätte ich jetzt echt nichts gegen, ne? Mein Freund. Zum Gruße, Bürger. Ophelia, Telvanni. Mach langsam, ne? Langsam. Obwohl ich auch gerne gegen schnelle Decks spiele, weil da habe ich auch Sachen gegen. Ne?
da habe ich Sachen gegen. Und das finde ich toll. Mora, stellt uns auf die Starten wir uns schon mal mit den Nordheilsponden aus. Man weiß ja nie, was jetzt noch kommt, ne? Man weiß mich ja nie. Überlisten die nicht. Der Hausgenosse. Der Hausgenosse. Der ist halt so eine Sache, ne? Den räumen wir erstmal weg. Ich meine, Schaden können wir immer noch machen. Können wir immer noch genug machen. Ich will jetzt erstmal den Bandträger einsetzen können. Fangen wir also an. Genau da sollst du die spielen. So, hauen wir raus. Und wenn er uns ein bisschen Schaden macht, ist ja okay. Aber nur ein bisschen. Weil um die königliche Weise zum Beispiel einzusetzen, brauchen wir mehr Leben als der Gegner. Später kann er uns dann ruhig mehr Schaden machen. Aber jetzt möchte ich das doch noch ein bisschen verhindern. Oh, jetzt hat er die Karte, die die aufhalten kann. Okay, der ist schnell. Ach, was soll's. Spielen wir doch aus. Jawohl. Ich meine, wir haben ja noch mehr von denen. Also, nicht geizen. Davon gibt es noch mehr. Wir müssen den hier aufhalten. Vorher searchen wir ein bisschen, was wir noch so bekommen. Jawohl. Halten wir die hier erstmal auf, damit er nicht allzu viel Schaden machen kann. Und in der nächsten Runde können wir dann einen blutrünstigen Ork einsetzen, um die kreischende Harpie aufzuhalten. Also das mit der königlichen Weisen ist, glaube ich, eher weniger, dass das jetzt klappt, weil der Gegner doch ziemlich rusht. Dann möchte ich doch eher dafür sorgen, also gucke jetzt, dass ich die Kontrolle wahre und eher so viele Handkarten ausspiele wie nur möglich, dass er dann keine mehr hat und dann schlagen wir zu. Machen wir so. Der Plan klingt. Weil er sieht so aus, als ob er seine Karten so schnell wie möglich loswerden möchte. So, und uns Karten natürlich bescheren möchte. Okay. Dann setzen wir den Ork ein, um die hier auszulöschen. Und holen uns ein paar Nordheißsporne. Zeit für den Kampf. Die können wir da gleich auch mal ausspielen. Ich meine, wir haben ja genug. Wir bekommen auch noch genug nach. Spielen wir das doch auch direkt aus. Gucken, dass wir hier noch ein paar ausspielen. So. Damit hätten wir schon mal eine super Möglichkeit, allen unseren Kreaturen jetzt Schutzzauber zu geben, indem wir den Ring des Mentors auf den hier einsetzen. Aber das sieht so aus, als ob der jetzt nicht überlebt. Oder vielleicht doch. Ich bringe Verstärkung. Nicht. Okay, der Typ muss auf jeden Fall sterben. Und wieder machen wir das jetzt mit einem Blitz. Nee, machen wir nicht. Den Ring des Mentors wollten wir spielen, ne? Spielen wir den Ring des Mentors? Oh, nee. Der hat ja keinen Schutzzauber mehr, deswegen wäre das ja Quatsch. Das wäre auf jeden Fall Quatsch. Spielen wir aber trotzdem den Merrick at Asphala. Geben denen mal eine Waffe. Vielleicht ist ja was Gescheites dabei, das ist schon mal Bullshit. Auch relativ Bullshit. Okay, das ist super. Den wollen wir fesseln, weil wir die hier töten möchten.
Oh, da gehen wir auch direkt rein. Das ist wirklich zu gefährlich, die am Leben zu lassen. Zeit für den Kalos. Zeit für den Angriff. Heute ist euer Todestag. Hier können wir ein paar Karten nachziehen. Bei den Feuern von Alduin. Jetzt ist da auch eine Prophezeiung dabei. Ihr seht, ich habe meine Meinung geändert. Zeit für den Angriff. Und gehe da feuchtfröhlich rein. Aber wir haben ja auch die Übermacht auf dem Board, ne? Hier wäre es natürlich super, jetzt allen anderen auch Schutzzauber zu verpassen, indem wir den Ring des Mentors auf den da draufhauen. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Okay, der geht schon mal baden. Wir könnten die königliche Weise spielen. Vorher müssten wir natürlich angreifen, ne? Und die würden dann noch ein paar mehr Schutzzauber bekommen. Vielleicht bekommt der noch einen interessanten Schutzzauber dazu. Was auch nicht so schlecht wäre. Angriff! Würde ich doch... Wir warten noch. Leute, wir warten noch. Machen wir das erstmal so. Dann so. Dann so. Natürlich ist da was dabei. Ja, Quatsch, ne? Wenn nicht. So, dann hauen wir da noch rein. Ja, und da bleibt nicht mehr viel übrig von dem Man, der uns zusammenrushen wollte. Dann brauchen wir eigentlich nur noch einen lustigen Angriff zu machen, dann ist der weg. Ob mit dem oder mit dem. Und die Kombination mit ihr ist natürlich auch gut. Okay, er gibt auf. Er gibt auf. Okay, Leute. So viel dazu. Richtig cool. Hat Spaß gemacht. Wir springen direkt ins nächste. Bis gleich. So. Starten wir die Sache. Gegen Swift. Ist das Swift und weg, oder was? Okay, die brauchen wir nicht. Der Immerfortvogt ist am Anfang gar nicht so übel. Können wir lassen. Und Prophezeiung möchten wir allgemein in den Runen haben. Überfallkommando ist vollkommen okay am Anfang. Der Merrick et Aswala, du hättest warten können, mein Guter. Und mit dem Immerfortvogt warten wir auch. Gucken wir erstmal, was der Typi so spielt. Das spielt er also. Okay, dafür muss er natürlich erst ins Gesicht angreifen können. Das verhindern wir dezent. Und in der nächsten Runde können wir Überfallkommando spielen. Und dann mit den Nordheißsporen da nochmal reingehen. Jetzt habe ich ihm so einen krassen Stich durch die Rechnung gemacht, dass er jetzt nicht mehr klarkommt mit seinem Leben. Das finde ich nie so toll, was der gerade macht. Okay, wir haben keine Wahl. Die Nordheißspawne müssen raus. Und damit klären wir die Sache. Zack. Ich meine, wir haben ja noch ein Überfallkommando und wir haben noch ganz viele Möglichkeiten, die Nordhalsspawn auf die Hand zu bekommen. Habt ihr in den letzten Folgen gesehen. Da hatten wir Unmengen davon. Damit haben wir rumgeschmissen. Quasi. Ich liebe einen guten Kampf. Okay.
Aber leider konnte ich den Schlachtenfug der Dämmerung immer noch nicht einsetzen. Das gibt's doch nicht. Wir gucken mal, was wir an Karten so bekommen. Die hätte ich vorher gebraucht. Die hätte ich auf jeden Fall vorher gebraucht. Die hat bestimmt einen Blitz. Also ich möchte sie raushauen, wenn ich sie auch gleichzeitig buffen kann. Weil sonst wäre sie Verschwendung. Machen wir das erstmal so. Ich meine, wenn er jetzt ein bisschen Schaden macht, ist vollkommen okay. Es brechen ein paar Runen. Wir ziehen ein paar Karten. Das ist ja genau das, was wir jetzt eigentlich auch brauchen. Wir haben nur eine Karte im Deck, die mehr Leben erfordert. Und die haben wir jetzt gerade nicht, also von daher, mal schauen. Damit rechnen die nicht. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Da hat die gleich mal so eine Kopie von sich ausgekotzt. Das spielen wir die mal aus. Was haben wir denn für eine Wahl? Machen wir gleich mal so. Für Glanz und Gedärme. Wir gehen weiterhin ins Gesicht. Jetzt groß da in die Leute reinzugehen, würde uns wahrscheinlich nicht viel bringen. Die Nordheißsporne spiele ich dann in der nächsten Runde gemeinsam mit dem Merrick Eddards Falle aus. Damit könnten wir ihm ein bisschen Bedrohung entgegensetzen. Ein bisschen. Ich glaube, damit rechnet er nicht. Aber damit kann er uns schon sehr viel Schaden machen. Oh, Eissturm wäre natürlich auch geil. Jetzt ist es eine Überlegung, ne? Entweder spielen wir Eissturm oder der Merrick Eddards Falle. Fragen über Fragen. Was haben wir denn hier? Mensch, schlecht wär's nicht. Dann wären die wenigstens alle weg. Fünf, acht, elf, zwölf. Dann bräuchte er nur noch einen Blitz und dann hätte er die Sache auch. Wir könnten die hier alle auslöschen. Jedoch würde trotzdem eine übrig bleiben. Und die könnten wir nicht auslöschen. Für Glanz und mir gefällt irgendwie die Kombination mit dem Nordheißsporn trotzdem besser. Vielleicht haben wir Glück, dass was Gescheites dabei. Oh, das ist gescheit. Das ist nicht so gescheit. Aber regenerieren ist dabei und das ist ganz cool. So, hauen wir raus. Hauen wir raus. Ah, nee, das war nicht regenerieren. Doch, regenerieren. Oh, ich hab's jetzt mit dem Zug verwechselt. So, wie gesagt, er braucht ja nur noch Blitz. Und die Sache ist gegessen. Aber vielleicht ploppt noch eine Prophezeiung von uns auf. Und dann haben wir genauso Bedrohung. Also jetzt, er hat keinen Blitz, deswegen riskiert's nicht. Versucht dann doch eher unsere Einheiten zu klären. Weil er sich wahrscheinlich um den Dude hier Sorgen macht. Ja, das ist aber schon mal gut. Wir könnten das Board jetzt klären. Was ich auf jeden Fall in Erwägung ziehe. Mein Freund hier möchte Hallo sagen. Wir könnten auch sehr viel Schaden machen. Könnten sehr viel Schaden machen. Komm, tanzt mit eurem Tod. Zehn Schaden machen und dann wären wir tot. Also wir müssen es auf jeden Fall tun. Da haben wir leider keine Wahl. Oh, der ist ja schon geplatzt. Damit hat er uns ja eigentlich schon die Arbeit abgenommen.
Damit hat er uns ja eigentlich schon die Arbeit abgenommen. Für Gilde und Ehre! Hauen wir rein. Okay. Jetzt kommt der Eissturm. Unsere Einheit überlebt. Und wir können nochmal zusätzlich die Kristallturmhandwerkerin raushauen. Ja, das können wir, das können wir. Wir könnten es auch aufsparen und eventuell ziehen wir dann die Atromantin, die oberste Atromantin. Das wäre natürlich toll. Aber nee, machen wir das lieber so. Sicherer. Bevor wir uns auf unser Glück verlassen. Die können wir nämlich eher hochbuffen. Und dann doch ganz viel Schaden machen. Aber da hat er einen Wächter. Vorsicht, mein Freund. An dem könnten wir aber auch trotzdem vorbeikommen. Okay, was haben wir für Möglichkeiten? Wir können erstmal den schnellen Schuss an den Mann bringen. Oder zufällige machen wir das erstmal mit einem schnellen Schuss. Okay, Moment. Nee, das müssen wir so machen. Jetzt könnten wir ein zufälliges Schlüsselwort geben. Das würde ich aber dann doch eher damit tun. Vielleicht ist ja Schutzzauber dabei. Weil dann hätten wir nochmal genug, um einen Blitz reinzuhauen. Ja, Schutzzauber ist auf jeden Fall dabei. Das ist toll. Jetzt machen wir das so. Gehen damit 4 Schaden rein. Haben dann jetzt die Möglichkeit, den hier zu töten und genug Angriff, um ins Face zu gehen und den auszulöschen, Leute. Jawoll! Okay, ich denke, das ist optimal so als letztes Match. So, Leute, jetzt habt ihr ein paar coole Matches gesehen. Leider konnten wir den Schlachtenvogt der Dämmerung nicht so wirklich einsetzen. Die meiste Zeit hat er im Deck oder bei uns auf der Hand gepennt. Aber gönnen wir es ihm, die nächsten Tage werden dann ein paar Gameplay-Videos folgen, wo ich die Karte bestimmt auch mal einsetzen kann. Ansonsten möchte ich noch ein paar Guides vorstellen in Decks, wo man die Karte noch implementieren kann. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es jedenfalls sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben, ein Abo, ich würde mich mega freuen. Ansonsten guckt noch ein paar andere Videos rein, da stelle ich auch ein paar andere Decks vor. So Leute, dann hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer LionTube, auf Wiedersehen.